So, was meinst du, ist das? Ja, Schatz, es sieht aus wie ein Pferd. Sieht aus wie ein Pferd. Und das hier ist also die Werkstatt. Okay. Hätte ja sein können, dass hier noch was liegt, aber nö. So, damit haben wir jede Tür geöffnet in diesem Scheißhaus. Zum Versuchsgelände gehen. Du weißt, was das heißt. Da konnte man raus. Netter Empfang. Ich hör's. Da konnte man doch gerade raus, Schatz. Fick dich, ich bin reaktionsschneller. Noch so ein Arschloch. Okay, weißt du was? Schatz, fackelt nicht lange. Supi, Schatz, diesmal hat's funktioniert. Naja, nicht ganz. Müssen wir halt nochmal nachhelfen. Yeah. Wow! Alter, du Wichser! Boah, den hast du aber volle Blotte getroffen. Woo! Juhu, 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 juhu. Ich will hier weg. Ist hier noch einer? Da-da-da-dum. Wer jetzt nicht haben will, der soll kommen, ne? Also, singst du hier gerade? Nee. So, da wir das was haben, gehen wir jetzt auch mal direkt safen, ne? Wie so eine Pussy. So, ablegen. Gucken wir mal, was können wir ablegen. Das sollten wir uns mal vorher angucken, das Happy Birthday Video. Okay, die Schatzfotos halten wir doch fest. Den brauchen wir nicht mehr. Den Schlangenschlüssel. Das Messer legen wir auch weg. Also beide Karten für die eine Tür haben wir. Haben wir. So, da laden wir mal kurz nach. Ich spare, wo ich kann, ne? Merkt man das? So, Spielzeit wird noch keine 6 Stunden und wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ja. Es macht auf jeden Fall Riesenspaß. Oh ja. Und der Horror finde ich total geil. Oh ja. So, wer hier... Telefon! Ist bestimmt wieder der Lukas. Hallo! Hey, Kumpel! Denk dran! Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät! Lass mich mit Mia sprechen! Nein, nein, nein! Doch, du doch, doch! Du musst dich erst blicken lassen! Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen! Also komm schon, Mann! Alle warten nur auf dich! Happy Hour! Yep! Hast du auch ein paar Cocktails? Oh, schade, hab zu spät gefragt. Wir wollen uns Happy erstmal Hour. Ich habe dieses... Da, der Krabbelkarre. Oh, hi. Ja, komm. Dot. Was liegt darum? Boah, wie gemein war der Dietrich versteckt. Da war doch noch was in dem... Was denn, Schatz? Genau. Was denn? Kann es nicht sein, dass da noch ein Schlüssel war? Oh. Oh, daneben. Oh! Meine Fresse! Tja, Korb ist ab. Weißt du, was ich immer noch nicht geguckt habe im Wohnmobil? Nach dem Klo. Nee, das haben wir schon reingeguckt in den Klo. Warte mal, war hier nicht irgendein Dietrich-Schlüssel? Wir wollten ja eh hier rein. Wir wollten uns ja einfach mal ganz schön brav das Video angucken. Da! Guck mal hier! Das war das Schatzfoto. Aha. Hier. Was haben wir jetzt da rausgeholt? Für die Knallerwaffe. 3 Schuss. Ach so. Siehst du? Da. Ah. Okay, dann können wir das Schatzfoto ja ad acta legen. Dann lass es echt mal überlegen, wo ist dieses scheiß Foto? Das will ich noch, das müssten wir eigentlich noch suchen und finden. Ich habe den Kopf schon gesehen. Ich auch. War das nicht in dem Raum, wo du die Hand in dem Dingsbums reinmachen musstest? Du meinst im Zerlegungskeller? Ich habe jetzt keine Ahnung, Schatz.
aber das interessiert mich schon. So. Genau, Video gucken. Wir wollten Video gucken. Wir haben Bock auf eine DVD. VHS. Eine Videokassette, der Aufschrift lautet Happy Birthday! To you, Happy Birthday to you. Experiment can trespassing idiots solves puzzles. Testing area. Das ist doch dieser Lukas, ne? Ja. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das Herz. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Echt? Du wirst schon sehen. Der ist irgendwie der Krankeste. Okay, ihn dürfen wir jetzt spielen. Kerze. Geht die Tür auf? Natürlich nicht. Das heißt, wir müssen sowieso... Wir werden hier mit als Ethan sowieso auftauchen. Ne? Ist ja meistens so, ne? Es ist so gesehen, ist es ja so gesehen eine Art Rückblende, ne? Was alles so in dem Haus passiert. Oh, ein bisschen Strom. Das war jetzt aber gemein. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne endlich aus dem Raum kommen und keinen grässlichen Schlaf vor Tod sterben. Ich weiß. Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Okay, wir sollen unsere Kerze da... Wir sollen die Kerze da anzünden und in die Torte stecken. Anzünden, da. Das würde nichts nützen. Tür. Damit lässt es sich nicht so trennen. Willst du mich verarschen? Wir haben auch nichts mehr mit, ne? Ne, nur die Kerze. Ja, wir sind ja auch in, in dem Video, ne? Ja. Da. So, die ist jetzt wieder an und damit können wir jetzt die Torte entzünden. Nicht da! Aufpassen, der macht gleich wieder aus. Passt nicht? Ah. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Echt widerlich. Wenn du das widerlich fandst, ne, was fandst du in den anderen Sachen vorhin? Verschmutztes Fernrohr, das kommt bestimmt da dran. Okay, was soll ich denn da bitte sehen? Scheint mit einem Pullefilter ausgestattet. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Siehst du was? Mm-mm. Nö, ich auch nicht. Noch nicht. Wir müssen erstmal was entzünden. Ich komme da aber nicht durch. Das ist voll kacke. Es macht sofort wieder. Macht sie sofort wieder aus. Okay, hier müssen wir was knacken. Okay, wir haben einen Schlüssel bekommen.
Der Schlüssel muss wahrscheinlich irgendwo hier passen. Ich tippe ja mal auf die Mitte. Schlüssel entnehmen. Ja, Schatz, geh weitersuchen. Das hat irgendwas zu bedeuten. Ich verstehe nur nicht was. Vielleicht wär ja hier raus schlau. Was steht da? Hey, Hepe? Ich habe das Zahlenschloss noch nicht ganz kapiert. Ja, irgendwo wird der Code stehen. Warte mal, wir gucken mal, wie viele wir haben. Wir haben ein Skorpion. Ein Baby und das und das und das und das und das. Hätte ja klar. Das ist wahrscheinlich der Stromkasten. Passt nicht. Das passt doch nicht. Ja, aber was soll denn hier bitte passen? Können wir damit vielleicht die Kerze? Lässt sich nicht durchbrennen. Lauf mal damit ein bisschen rum. Ja, schön, wenn ich gar nicht weiß, wo lang. Boah, das nervt total. Ja, aber Schatz, wir müssen es ja rausfinden. Jetzt auch mit die Spielereien. Du hast gesagt, damit rumlaufen. Boah, ne, ich sehe gar nichts. Was soll das? Vielleicht damit an der Dingen? Da ist noch so ein Ding an der Wand. Das ist nix. Okay. Wieder raus. Ah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm mal wieder raus. Nee. Nee. Also wir müssen das Rätsel lösen. Ein böses Rätsel. Du kannst das Ding nicht mehr nehmen, ne? Nee. Jetzt musst du mal gucken, ob irgendwo was passiert ist. Die Kombination würde ich ja gerne mal wissen. Das sieht aus wie diese Lampe, die wir gerade hatten. Die Schmutzlampe. Boah. Vor allem, ich kriege keinen einzigen Anhaltspunkt. Du musst denken. Denken. Das ist, passt doch nicht. Was ist das da für eine Tür? Ja, die kann ich ja nicht durchtrennen. Ach so. Auch nicht mit, wenn die Lampe an ist? Also die Kerze an ist? Das könnte ich mal probieren. Warte mal, was ist, wenn wir jetzt so machen? Nee, geht auch nichts. Fackel. Brenne! Brenne! Okay, nicht. Funktioniert nicht? Nee. Auch nicht, wenn du da drauf drückst. Auf A. Warte mal.
Du bist ein schwerer Schatz. Da war doch noch irgendwas, was wir damit nicht durchtrennen konnten, ne? Pass auf, du kannst... Ah, da kommen wir ja nicht durch. Nee. Okay, müssen wir erstmal hier durch, ne? Ja. Oh. Bum, 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 ja. Lass die Party steigen. Ein Ballon. Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Da war was drauf. Oh, warte mal. Irgendwo wird noch was sein. Du musst die alle kaputt machen, Schatz. Ja, am besten in die Hocke gehen. Ich glaube, die müssen alle kaputt gemacht werden. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber... Ja, nur so findet was raus, ne? Aber wenn dann auch mal weniger? Gucken wir mal. Oh, viele sind es nicht mehr. Es waren nicht alle. Ne, da hinten noch. Und welche sind, glaube ich, noch wieder rausge... So, jetzt können wir mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Da oben. So, und dafür brauchen wir das Passwort. Geh mal da nah ran. Runter. Was steht? Happy. Happy. Aber das ist nicht das richtige Passwort. So. Was meinst du, wo muss der Ballon hin? Ich kann mir schlecht vorstellen hier, oder? Doch. Ja, toll. Aber dafür haben wir jetzt einen Nagel bekommen. Ah. Ist das in den Klöten? Okay, der kriegt definitiv keinen mehr hoch. Oh. Ein Pfeil. Ein Federhalter. Ich habe eine Vermutung, wo der Federhalter... Hast du den Nagel noch? Nein. Ich habe eine Vermutung. Ich mache die jetzt gerade mit Absicht aus. Entweder kommt die hier rein, was ich aber nicht vermute... Genau. Ich habe nämlich die Vermutung. Oh, guck mal, schon richtige Pfütze geworden. Richtig realistisch, ne? Ja. Das ist Bier, oder ne? Keine Ahnung. Schatz, denk mal logisch. Feuer an. Alkohol ist entzündlich. Wir werden sowas von in die Luft fliegen. Nein, ich weiß, wo der hin muss. Ich mach die Kerze wieder an. Aber meine Vermutung ist, dass der uns jetzt hier aufschreiben wird, wie das Passwort heißt. Das kann sein. Er kann ihn nicht richtig halten. So, jetzt? Also, der will irgendwas schreiben. Irgendwas übersehen wir noch. Siehst du? Als müssten wir noch irgendwas finden. Ja, aber wo? Aber wo nur? Warte mal, ist das das Passwort? Hier. Das steht hier. Wir müssen da rein. Ja, wir brauchen noch irgendein Seil oder so. Da ist doch eine Tür. Ja, aber ich kann das Passwort nicht eingeben. Ey, wofür ist das Scheißteil gut? Okay, das Rätsel ist echt schwer. Es ist wirklich... Hm.
Okay, hier ist jetzt nichts mehr zu machen. Na, was ist damit? Er kann es nicht richtig halten. Ja. Ich kann ihm das aber auch in dem Moment nicht geben. Warum ich die Dinger nicht nehmen kann, verstehe ich nicht. Da unten liegt was am Boden, aber... Die Toilette ist auch nichts mehr. Hm. Dieses Rohr, ich verstehe es nicht. Ich mach nochmal die Kerze aus. Passt nicht. Also es kann nur hieran liegen. Ja, aber das kriegen wir ja erst raus, wenn er das schreibt. Oder so. Lässt sich... Mit dem Fernglas stopfen? Ich habe das Problem, dass ich absolut nichts erkenne mit dem Ding. Ja, das ist ja normal. Das ist ja mit Absicht. Das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. Wir müssen da auf jeden Fall, ist das das Endziel. Ich versuche die ganze Zeit hier was drauf zu erkennen, aber... Ich probiere jetzt mal hier das Fernglas aus. Hm. Tut mir leid. Keine Chance.